Hey Freunde, wir sind wieder mittendrin. Ich glaube Folge 18, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter, nachdem ich beim letzten Mal relativ doof war und mir das hier nochmal angeguckt habe. Wie könnte ich an dieser verdammten Falle vorbeikommen? Und dann fiel mir auf, oh, ich könnte einfach dran vorbeilaufen. So viel dazu. Ja, manchmal hat man wirklich so ein bisschen Tomaten auf den Augen, möchte man sagen. Oh, oh. Ratze, dich kann ich aber mit Sicherheit anders ausschalten. Mal gucken, vielleicht so. Ah, noch nicht ganz. Mal gucken. Klettern wir mal eine Ebene höher. Ja, in diesem Hosentaschenformat bin ich mir nicht so 100% sicher, ob ich wirklich gegen eine Ratte antreten sollte. So, zerrissen unter. Super Galak. Was? Super. Super elastischer Ball. Mein Gott. Es ist spät. Ich habe Alkohol getrunken. Oh, es ist sogar eine neue Waffe. Gut, gucken wir uns die mal an. Erstmal diese Wichtelmütze, die wir bekommen haben. Oh, fügt 15 Rüstung hinzu. Holy shit. Und wir kriegen pro Runde 3 MP. Ja, die muss ich anziehen. Hallo? Wobei, wir können auch sonst unsere Kleidung wechseln, ne? Ja, wäre ein bisschen doof, hier einfach in unserer normalen Kleidung rumzulaufen. Beziehungsweise in dem Nachthemd, das in keinster Weise irgendwelche Stats hat. Haben wir eine zweihändige Waffe? Ne, einhändige momentan, oder? Was tragen wir momentan? Butters Hammer der Stürme. Ist das einhändig oder zweihändig? Steht da nicht. Ich vermute mal zweihändig. Ich hoffe mal. Gut, also den Ball gucken wir uns auch noch kurz an. Boah, 100 mal 9, springt auf 9 Ziele über, solange noch 3 übrig sind. Ne, wir bleiben erstmal beim Basketball. Oh, sorry, Herr Ratte. Wow, wow, oh, die Zeit. Sorry, wollte ich nicht. Was hast du denn dabei? Geld, Fellbüschel, ja. Bereuen tue ich es auch nicht so wirklich. Geht's hier weiter? Oh ja, hier geht's wirklich weiter. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just... make love to me. Of course I will, darling. Of course I will, darling. Holy shit. Mama und Papa haben sich lieb. Ja, wir gehen mal weiter. Wir haben nichts gesehen. Habe ich jetzt irgendwas hier vorne verpasst? Ich will ja nichts verpasst haben. Sekunde, wir gehen mal ganz kurz gucken. Vielleicht ging es hier noch höher. Oh ne, tatsächlich nicht. Großartig im Hintergrund die Geräusche. Oh. Oh, ich hör's nicht, ich hör's nicht, ich hör's nicht. Sind mal ganz ehrlich, wir waren alle mal jung und wir haben alle Eltern. Grausam. Da krieg ich ja direkt Gänsepocken. So, was haben wir denn da? Ein Nagel? Oh. Schnell vorbei. So, oh, eine Wichtelkleidung. Sehr schön, untersuchen wir mal ganz kurz. Fügt, oh, 30 Rüstung, legen wir direkt an. Spitze der Wichtelhacke, was macht das? Angriff ignorieren bis zu 100 Rüstung, auch nett. Ja, ziehen wir auch mal alles an. So, achso, da oben ist ein... Zack. Mein Gott, der Papa gibt's, aber der Mama heftig. So, komme ich damit sicher nicht so dran vorbei. Ich will nicht schon wieder sterben. Wow, 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 wow. Herr Ratterich, du kleine Sau. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich hab da eine Idee. Eine Idee, die nicht funktioniert. Kann man doch mit Sicherheit irgendwie ausnutzen, um nicht gegen die Ratte kämpfen zu müssen. Da ist aber auch was los. Oh, okay, einen sind wir losgeworden. Wie werden wir die anderen los? Die Geräusche, ich könnte mich beömmeln. Oh, sorry, Herr Ratte. Ah, jetzt können wir nämlich hier unseren Furz zünden. So, geschmörgelte Ratte am Spieß. Lecker. So, eine bleibt übrig. Kriegen wir die auch noch? Scheinbar nicht.
ich denke nicht. Gut, dann müssen wir uns damit arrangieren, dass wir zumindest eine Ratte fertig machen. Ja, komm, ich hab's drauf. Zack, komm her. Das hilft uns zumindest mal, die Geräusche im Hintergrund zu ignorieren. Wir haben noch unseren Burning Ball hier noch. Dann ab dafür. Ah, herrlich. Ja, Ratte. Ratte regeneriert sich. Okay, in dem Fall will ich unsere Plage ein bisschen Ist da was? Ich beschneide einfach alles, was geht. Oh, arme kleine Ratte. So, jetzt können wir den Basketball nochmal nutzen. So, das war's. Perfekt. Mein Gott, die sind ja immer noch dran. Der Vater hat aber auch eine Ausdauer. Das ist ja zum Mäusemelken. Eine Wichtelhacke. Mal untersuchen. Legen wir direkt an. Geld nehmen wir auch mit. So, dann mal weiter. Ich möchte nicht durchschauen. Ich möchte nicht ins Schlafzimmer. Nein! Das gibt Ich wollte gerade sagen, es gibt einen Namen fürs Leben. Und es gibt tatsächlich einen Namen fürs Leben. Hallo, was ist denn hier los? Freunde. Ja, Mama und Papa, wo die Kamera da steht. So, Medaillon nehmen wir mit, Geld nehmen wir mit. Oh Gott, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Hey, Wichtel. Ja, der Warlock sieht nicht glücklich darüber aus. Fuck me! Fuck me, you fucking cocksucker! Come on, fuck me, I said! That all you got, bitch? Yeah, call me bitch! I just did, you dirty little bitch! Yeah, I'm a real dirty bitch. Wanna see me in the pants? Ach, Woody und Funny geben sich so richtig im Hintergrund. Herrlich, herrlich! So, das ging schon mal daneben. Aufgabenliste neu gewichtelt. So, haben wir noch irgendein... Ich habe natürlich jetzt nichts mehr. Jetzt wäre natürlich ein flächendeckender Angriff gut, aber... Just 'cause I'm small doesn't mean you can ignore me. Boah, macht gut Schaden. Schluck, das sollte man bei dem im Hintergrund vielleicht nicht unbedingt sagen. Oder vielleicht doch. Je nachdem, wie es beliebt. Wie die Mutti auf dem Funny da hinten rumhüpft. Ich beömmel mich, Freunde. Ich könnte mich einfach nur beömmeln. Ist aber mal gut hier mit euren Angriffen, ihr kleinen Spinner. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das ist natürlich gar nicht gut jetzt. Das Problem ist... Das könnte jetzt echt daneben gehen. Brrr. Ach, ich hätte meinen Ball werfen sollen, der prallt doch ab. Oh, sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt erstmal heilen. Heilen. Nicht, dass nochmal ein Angriff daneben geht. Das wäre unschön. Ja, die Unterhosenwichtel, herrlich. Tolle Folge übrigens damals auch. So, die plündern wir mal, während Fatih immer noch die Mami beglückt. Ach, haben sich unsere Eltern nicht lieb im Hintergrund. Ein alter Vater, da sieht man ja, also... Ich bin gerade so ein bisschen, ja... Ich will nicht sagen schockiert, aber es passt so zum Spiel. Time for some real underpants magic! Oh,
großartig, die Musik im Hintergrund. Wir haben den besten Battlegrounds hier aller Zeiten, würde ich sagen. Großartig, Freunde. Ja, ägyptische Plagen, ne? Ja, ägyptische Plagen. Wie? Das hat keinen Schaden gemacht? Zumindest keinen großen. Ja, der hat ein Schild von 456? Eine Rüstung von 456? Was ist denn da kaputt? Die Musik. Ah, herrlich. Freunde, ich könnte mich echt. Das ist einfach nur großartig hier, dieses Spiel. Haben wir nicht einen MP-Trank oder Gesundheitstrank? TP? MP 60%, ja. Das ist schon mal was wert. So, dann beschneiden wir den Kerl nämlich ein bisschen. Ach, fast zu früh. Aber beschneiden wir nochmal. Das hat in der Vergangenheit auch Glück gebracht. Oh, die Rüstung geht aber schnell runter von ihm. Großartig. Das erinnert mich an schmutzige Filme in den 90ern. Nicht, dass ich die jemals geschaut hätte, als ich jünger war. Nein. Wie kommt ihr denn auf solche Ideen? So, Rüstung auf 114 runter. What? Holy shit. Ach, herrlich. Leute, ich... Ganz ehrlich, ich beömmel mich hier gerade so was von. Das ist kaum auszuhalten. Das ist kaum auszuhalten. Oh, das war schon. Ja, das war aber ein Albtraum, Freunde. Ein Albtraum. So, ein neuer Tag bricht an. Wir haben die Unterhosenwichtel besiegt. Oh, guck mal, hier ist ein Unterhosenwichtel. Hey, Buddy. Halte LB gedrückt und wähle das Tool Wichtelstopp. Ah, hier. Letztes Ding, was wir haben. Yikes. Sehr schön, damit können wir schrumpfen und hier, hey Kollege. Hey Kid, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Sure. Natürlich kann ich dabei helfen, aber erstmal verwandle ich mich zurück. So, coole neue Mechanik, gefällt mir. Jetzt überleg grad, wir könnten mal gucken, was sagt denn Kyle? Alle Krieger von Zaron und Lanyon werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. Ja, wir haben, glaube ich, noch ein paar Quests abzugeben, wenn mir nicht alles täuscht. Die Großwildjagd. Ich meine, wir hätten hier ein, was wir abgeben müssen. Hier, die Mutantenbakterie. Da sollten wir vielleicht mal zu Jimbo. Ja, da sollten wir uns vielleicht mal drum kümmern. Ansonsten, wir müssen auch noch... Also ich glaube, ich sollte schon mal langsam mich um die ganzen... So ein paar Nebenquests zumindest kümmern, dass wir jetzt nicht so straight die Hauptquests abarbeiten. Aber vorher mal eben kurz... Ihr wisst schon, ne? Ich hab da sowas zu erledigen. Eine Verabredung mit dem Schicksal. Also nach dem, was wir letzte Nacht erlebt haben... Tut das gut. Da hätte man eigentlich, das hätte eigentlich oben rauskommen sollen. Gut, wobei wir könnten mal an den Ort des Verbrechens zurückkehren. Mal gucken. Ja, nichts, was auf die Schrecken der Nacht deuten lässt. Na gut, dann gehen wir mal runter. Mal gucken, wie es Mom und Dad geht.
Hey, ihr beiden. Ihr habt doch alle gefickt! Watch out for strangers. You're not as ugly as I remember. Ja, gut, gehen wir mal raus. Oh, Zwischensequenz? Nee. Something's up. We're supposed to go to the Elven Forest. Ja, ja, Jimmy, erstmal habe ich was anderes vor, bevor wir zum Elfenwald gehen. Und zwar, ja, was habe ich denn vor? Erstmal, okay, wir haben keine Aufwertung, wir haben keine Vorteile. Gut, haben wir jetzt alle Magiearten? Mal gucken. Ne, eine fehlt noch. Okay, so, wir sollten vielleicht erstmal zu Jimbo. Das könnte oberste Priorität haben, dass wir die eine Nebenquest abgeben. So, nutzen wir mal die Schnellreise. Jimbo war, ich glaube, hier vorne irgendwo. Da ist Jimbo. Dann können wir hier den Schnellreisepunkt nutzen. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg momentan nicht so viele Zombies in der Stadt haben. Sieht zum ersten erstmal ganz gut aus. Denn das war schon die letzten Parts ein bisschen nervig, dass ich so viel ausblurren musste, wenn irgendwo die Nazis rumliefen. Wie gesagt, geht leider nicht anders. Ich weiß, hat euch auch nicht gefallen und einige sind vielleicht deswegen abgesprungen, weil sie sagen, ja, woanders sehe ich es, aber mit den Hakenkreuzen und mit den Sprachsamples. Ja, kann gut sein, aber die Leute setzen sich einfach im Risiko aus. So! What can I do for you, new kid? Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like. That mouse was making us all look bad. In more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. I can't wait to see what you kill next. So, das war alles? Ein bisschen lame, Freunde. Ein bisschen lame. Gut, vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, dass wir Kram verkaufen. verkaufen wir mal direkt in Stapeln. Das kann man eh alles nicht nutzen. So, mein Gott, da kann man die Taschen echt voller Geld voll machen. So, jetzt könnten wir mal gucken. Das ist schlechter. Das ist besser, aber Stufe 14... bringt uns auch nichts. Wie sieht es mit Waffenaufsätzen aus? Wert 15% mehr Schaden ab. Das ist beides nicht so prall, um ganz ehrlich zu sein. Wie sieht's Do you denn? Need to borrow my voice box? Ja. I need to borrow your voice box. Ja, das war alles. Okay, wir haben Tier-Testicle bekommen. Also eine neue Verbesserung. Da können wir direkt mal gucken. Da ist sie. So, was macht die? Fügt bei perfekten Angriffen 30% Widerlichtschaden zu. Ja, packen wir mal rein. Die neue Waffe müssen wir eh aufrüsten. 10% Schaden packen wir auch mal rein. So,